Mexikanische Kartelle wenden bei ihren Feinden einige der grausamsten und unerträglichsten Foltermethoden an. Doch es gibt einige, die selbst die Höchstleistungen auf ein beängstigendes Niveau heben. Vom Verzehr von Fleisch, um spirituelle Kräfte zu erlangen, bis hin zur Beseitigung von Leichen mithilfe einer geheimnisvollen Säuremischung. Einige dieser Methoden würden selbst den härtesten Kartellmitgliedern einen eiskalten Schauer über den Rücken jagen. Das Ziel besteht darin, den Feinden Angst einzuflößen. Hier sind einige der brutalsten Foltermethoden der mexikanischen Kartelle. Nummer 5. Die Häutung. Im glühend heißen Sommer 2018 tauchte ein Video auf, das in ganz Mexiko für Schock sorgte. Die Aufnahmen zeigten einen Vater und seinen Sohn, gefesselt und mit Maulkorb, die hilflos vor ihren Entführern knieten. Sie waren Mitglieder eines skrupellosen mexikanischen Kartells. Der Vater war der Erste, der ihren Zorn zu spüren bekam. Mit einem großen Stock griffen sie ihn gnadenlos an, landete mit einem widerlichen Knall. Sein Sohn, der zusehen musste, konnte nichts tun, außer durch seinen Knebel zu jammern. Dann kam die Klinge. Es war ein kleines, stumpfes Messer, das für diese Aufgabe viel zu ungeeignet war, was das, was folgte, noch brutaler machte. Vor den tränengefüllten Augen seines Sohnes trennten die Entführer langsam den Kopf des Vaters von seinem Rumpf. Aber der Albtraum war damit noch nicht zu Ende. Nachdem er den grausamen Tod seines Vaters miterlebt hatte, war der Sohn als Nächster dran. Seine Brust wurde von den Messern getroffen. Er verlor immer wieder das Bewusstsein und war schockiert, als sein Körper verstümmelt wurde. Die Entführer ließen sich Zeit, als wollten sie der Welt eine Botschaft senden. Das passiert mit denen, die sich ihnen in den Weg stellen. Leider war dies nicht das erste Mal, dass Mexiko von solcher Grausamkeit erschüttert wurde. Bereits 2010 machte der berüchtigte El Chapo Guzman mit seiner eigenen grausamen Art der Gewalt Schlagzeilen. Ein Video tauchte auf, das zeigt, wie El Chapo selbst an Hugo Hernandez, einem Mitglied eines rivalisierenden Kartells, Flammenfolter anwendet. Die Methode war ebenso barbarisch wie symbolisch. Hernandez erlitt, sein Körper wurde vor Schmerz verdreht, bevor El Chapo ihn mit einer Kettensäge enthauptete. Leider war das jedoch nicht das Ende von Hernandez' Geschichte. In einer düsteren Botschaft an das Juarez-Kartell ließ El Chapo Hernandez Haut zerstückeln und zu einem Ball zusammenbinden. Eine groteske Machtdemonstration. Seine Überreste wurden später verstreut in den Straßen von Los Mochis gefunden. Diese Methode der Häutung war in ihren Augen den schlimmsten Übeltätern vorbehalten. Rivalisierenden Kartellmitgliedern, Verrätern und Dieben. Nummer 4. Futter für die Haustiere. Als ob El Chapos makabre Botschaft nicht genug wäre, steigerten die Kartelle ihre Brutalität bald zu einem noch schrecklicheren Spektakel. Sie setzten lebende Tiere ein, um ihre Feinde hinzurichten. Aber das war nicht bloße Gewalt. Es war eine Machtdemonstration. Kartellbosse ließen die Tiere hungrig bleiben und hungerten gerade genug, um ihren Feinden Angst einzujagen, und wenn es an der Zeit war, eine Botschaft zu übermitteln, wurden die Tiere oder Löwen losgelassen. Der Anblick eines Mannes, der von einem wilden Tier heimgesucht wurde, war eine schreckliche Art, Rechnungen zu begleichen und stellte sicher, dass jeder, der sich ihnen widersetzte, ein grausames Ende fand. Ein Name sticht in der blutigen Geschichte der Kartellgewalt besonders hervor: Ediberto Lascano. Lascano wurde in Armut geboren und sein frühes Leben schien weit entfernt von den Gräueltaten, die er später begehen sollte. Mit 17 Jahren ging er zum Militär und diente in einer Eliteeinheit der Spezialkräfte, welche Guerillas und Drogenhändler bekämpfen sollte. Doch 1998, nach 7 Jahren in der Armee, desertierte Lascano. Er wurde von Owl Carden und Arturo Guzman Desna angeworben, um sich Los Zetas anzuschließen, einem der gefürchtetsten Kartelle Mexikos. Von da an war er als C3 bekannt und stieg schnell an die Macht und wurde zu einem der meistgesuchten Drogenbosse des Landes. Eine von Lascanos berüchtigsten Foltermethoden hieß La Paleta. Die Opfer wurden nackt ausgezogen und gnadenlos mit einem Holzbrett misshandelt. Was Lascano jedoch wirklich auszeichnete, waren die Tiere. Obwohl sie nicht verhungerten, hielt er sie hungrig genug, damit sie, wenn die Zeit gekommen war, einen Menschen im Ganzen verschlangen. Doch trotz der vielen Gräueltaten, die er im Laufe der Jahre anrichtete, erlitt Lascano nie das gleiche grausame Schicksal wie seine Opfer. 2012 wurde er bei einer Schießerei mit mexikanischen Militärs ermordet, was seiner Schreckensherrschaft endlich ein Ende setzte. Nummer 3. Kannibalismus als Machtdemonstration.
Mittlerweile haben die Kartelle ihre Terrormethoden auf groteske und erschreckende Weise weiterentwickelt. Sie setzten wilde Tiere ein, um ihre Feinde zu beseitigen, und zwangen ihre Rekruten zu Kannibalismus. Im Zentrum all dessen stand das CGNG, ein mächtiges Kartell unter der Führung von Nemesio Osoquera Cervantes, besser bekannt als El Mencho. Dem Kartell wird vorgeworfen, Kannibalismus als furchterregendes Initiationsritual zu nutzen. Neue Rekruten, die ihre Loyalität und Zähigkeit beweisen wollen, werden zu einer undenkbaren Tat gezwungen. Sie verzehren Teile zerstückelter menschlicher Überreste. Dieses grausame Ritual soll sie gegenüber Gewalt desensibilisieren und sie in furchtlose Soldaten des Kartells verwandeln. Es ist ein Test ihrer Skrupellosigkeit und eine Möglichkeit, jeden auszusortieren, der zu schwach für das brutale Leben ist, das sie bald beginnen werden. Eine der berüchtigsten Figuren, die mit dieser Art von Horror in Verbindung gebracht wurde, war Miguel Angel Trevino Morales, auch C40 genannt, ein ehemaliger Anführer des berüchtigten Zetas-Kartells. Morales trieb die Brutalität auf eine noch dunklere Ebene. Er hatte ein Ritual, bei dem er die Herzen seiner Opfer verzehrte, in dem Glauben, dass er dadurch unbesiegbar würde. Dabei ging es nicht nur um Macht. Es ging um den perversen Glauben, dass das Verzehren des Herzens eines besiegten Feindes ihn unaufhaltsam machen würde. Nummer 2. Zerstückelung. Nachdem El Mencho und C40 grausame Präzedenzfälle geschaffen hatten, steigerte Marciano Chano Manan Vasquez den Terror mit seinen eigenen grausigen Taten in Texas. 2015 sorgte die Verhaftung von Marciano Chano Manan Vasquez für das Aufsehen in der kriminellen Unterwelt von Texas. Vasquez, ein mutmaßlicher Auftragsmörder des berüchtigten Los Zetas-Kartells, und seine Beteiligung an einem schrecklichen Vorfall aus dem Jahr 2013 machten aufgrund seiner Brutalität Schlagzeilen. Ein ehemaliger Komplize aus dem Drogenhandel, der mit den falschen Leuten in Kontakt gekommen war, sagte gegen Vasquez aus. Laut dem Mitarbeiter hatte Vasquez ihn entführt und an einen geheimen Ort gebracht. Als die Augenbinde abgenommen wurde, sah der Mitarbeiter einen wahr gewordenen Albtraum. In Dämmerlicht stand Vasquez hoch erhoben da, umgeben von anderen Kartellmitgliedern. Doch was den Zeugen wirklich entsetzte, waren nicht nur die Gesichter seiner Entführer. Es war die verängstigte Familie, die vor ihm stand. Ein Ehemann, eine Ehefrau und ihre kleine Tochter. Ohne eine Regung begann Vasquez, das Mädchen mit einer Axt zu zerstückeln, direkt vor den Augen ihrer hilflosen Eltern. Die Schreie, die Qualen, all das war Teil der Terrordemonstration, die Vasquez und das Kartell vermitteln wollten. Doch Vasquez war nicht der Einzige, der solche monströsen Taten beging. Die Henker der Kartelle führten oft grausame Rituale durch, bei denen ihre Opfer langsam sowohl geistig als auch körperlich geschwächt wurden. Den Opfern wurden manchmal Substanzen wie Morphium, Adrenalin oder Heroin injiziert. Dies geschah nicht, um den Schmerz zu betäuben, sondern um sie während der Tortur bei Bewusstsein zu halten. Die Drogen wirkten auf eine merkwürdige Weise und sorgten dafür, dass ihr zentrales Nervensystem aktiv blieb, sodass sie jede Sekunde der Folter spüren konnten. Nummer 1. Opfer in einem Säurebad kochen. Gerade als Marciano Chano Manan Vasquez Schreckenherrschaft die Welt schockierte, breitete sich die Dunkelheit mit Santiago Lopez schicksalhaftem Sturz ins Herz der Kartellbrutalität weiter aus. Santiago Lopez hätte nie gedacht, dass sein Jugendfreund Elo derjenige sein würde, der ihn in eine so dunkle und gefährliche Welt ziehen würde. Elo war schon immer ein kleiner Unruhestifter gewesen, aber Santiago hielt das für einen harmlosen Spaß. Bis zu dem Tag, an dem Elo ihn dem Danana-Kartell vorstellte. Santiago stieg schnell in den Rängen des Kartells auf. Das bedeutete, dass seine Loyalität und seine ruhige Effizienz nicht unbemerkt blieben. Eines Tages gab ihm Efra P., der gefürchtete Anführer des Kartells, eine Aufgabe. Er bot Santiago eine wichtige Aufgabe: die Beseitigung der Überreste ihrer Opfer. Santiago nahm das Angebot bereitwillig an. Seine Methode war präzise, kalt und effizient. Er legte die Überreste in eine große Metallwanne und füllte sie mit Säure und Natriumhydroxid. Mindestens 8 Stunden lang hielt Santiago die Mischung heiß, bis er zufrieden war. Aber der Prozess verlief nicht perfekt. Zähne, Nägel und kleine Knochen blieben hartnäckig und unnachgiebig zurück. Santiago hinterließ keine Spuren. Er brachte die Überreste zu einem verlassenen Brachland am Stadtrand.
Dort verbrannte er die Überreste mit Benzin und vergrub die Asche tief in der Erde, wodurch alle Hinweise auf das Leben, das einst dort gelebt hatte, ausgelöscht wurden. Als die Ermittler nach seiner Verhaftung seine Ranch durchsuchten, entdeckten sie entsetzt die Überreste von rund 14.000 Leichen. Der Name dieser brutalen Hinrichtungsart machte düsteren Sinn. Sie nannten es Kochen und Santiago war zum Meisterkoch des Todes geworden. Diese Methode, die heute als Elgo-Methode bekannt ist, wurde zu einem beliebten Werkzeug der obersten Kartellbosse. Sie war erschreckend effektiv und darauf ausgelegt, keine Spuren des